Es ist eins der größten Justizdramen der jüngeren europäischen Geschichte. Ein 14-jähriges Mädchen stirbt ominös und schnell kommt der Verdacht auf, dass es vor seinem Tod auch noch missbraucht worden ist. Für den Vater ist recht klar, wer der Täter ist. Doch alle Ermittlungen zum Fall verlaufen im Sand und die Behörden zeigen keinerlei Interesse, den Verdächtigen vor Gericht zu stellen und zu bestrafen. Also wird der Vater selbst aktiv. Und das ist die wahre Geschichte des Franzosen André Bamberski, die jetzt gerade verfilmt worden ist. Im Namen meiner Tochter, der Fall Kalinka, zeigt seinen Kampf für Gerechtigkeit und gegen die Unfähigkeit der französischen und der deutschen Justiz. Es ist ein Kampf, der Jahrzehnte dauerte und der Bamberski, der eigentlich immer an das Rechtssystem geglaubt hatte, schließlich einen illegalen Weg einschlagen ließ. Ein Mann wird entführt. Von einer Kleinstadt in Bayern wird er nach Mulhouse in Frankreich gebracht und der Polizei vor die Füße gelegt. Am Ufer des Kanals finden Sie einen Mann, der von der französischen Justiz gesucht wird. Er heißt Dieter Krombach. Er ist Deutscher. Er hat vor 27 Jahren ein Mädchen vergewaltigt und getötet. Der Vater des Mädchens, André Bamberski, hat die Entführer beauftragt. Den Mörder seiner Tochter Kalinka vor Gericht zu bringen, das ist sein einziges Ziel. Sie können keine Selbstjustiz betreiben, Monsieur Bamberski. Das ist ein Verbrechen. Der wahre André Bamberski lebt heute zurückgezogen in Toulouse. Er hatte damals keine andere Wahl, sagt er. Er wollte Sühne für den Tod von Kalinka, seinem Ein und Alles. Dazu musste er die Festnahme ihres Mörders erzwingen. Dr. Krombach nach Frankreich zu schaffen, war für mich der Wendepunkt. Der Stress hörte auf. Es war das Ende einer schweren seelischen Belastung. Ihn entführen zu lassen, war für mich nichts Illegales. Bamberski ist heute fast 80 Jahre alt. Er fühlt sich erschöpft von seinem über 30-jährigen Kampf gegen deutsche und französische Justizbehörden. Das Unglück beginnt, als Bamberskis Ehefrau einen deutschen Arzt kennenlernt. Darf ich vorstellen, das ist Dr. Krombach. Sie heiratet Dr. Krombach und zieht zu ihm nach Lindau an den Bodensee. Kalinka im Sommer 1982 auf dem Weg in die Ferien bei Mutter und Stiefvater. Es ist das letzte Mal, dass Bamberski seine Tochter lebend sieht. Die Nachricht, dass der Stiefvater das Mädchen morgens tot in ihrem Bett gefunden hat, trifft ihn wie ein Hammerschlag. Als ich ins Zimmer kam, hat sie nicht reagiert. Also habe ich alles versucht, sie wiederzubeleben. Mit Injektionen. Aber woran ist sie gestorben? Das wissen wir erst nach der Autopsie. Autopsie? Ein sportliches, kerngesundes Mädchen. Einfach über Nacht gestorben. Monatelang wartet Bamberski auf den Bericht aus Lindau. Wenn Sie darauf bestehen, werde ich es Ihnen sagen. Ein Geschlechtsverkehr hat stattgefunden. Und zu Recht kann man sich fragen, ob der Tod Ihrer Tochter damit in Verbindung steht. Da habe ich alles begriffen. Wie verliefen Kalinkas letzte Stunden in dieser Julinacht? Ihr Vater zermartert sich das Hirn. Kalinka schlief im Erdgeschoss. Irgendwann muss sie aufgestanden sein, um Wasser zu trinken. In diesem Moment ist Krombach wahrscheinlich aus dem ersten Stock heruntergekommen. Bei ihrem Anblick hat es ihn wohl überkommen, wie man so sagt, und er hat sie vergewaltigt. Dann hat er den Kopf verloren und sie umgebracht. Die Spritzen, die Krombach ihr gab, sollten Kalinka nicht retten, sondern die Umstände ihres Todes vertuschen. Bamberski wendet sich an die bayerische Justiz. Sie soll in dem Fall ermitteln, doch er rennt gegen Wände. Tut mir leid, diese Akte ist dafür zu schwach. Bamberski verteilt Flugblätter in Lindau. Keiner nimmt ihn ernst. Er versucht sein Glück in Frankreich, bohrt sich in Akten und Gesetzestexte, gilt als Spinner. Aber er kommt einen Schritt voran. Das Schwurgericht von Paris verurteilt Dieter Krombach zu einer 15-jährigen Gefängnisstrafe. Aber Krombach ficht das nicht an. Er ist in Paris gar nicht erschienen.
Als er eine 16-jährige Patientin in seiner Praxis missbraucht, muss er endlich in Bayern vor Gericht, kommt aber mit einer Bewährungsstrafe davon. Ein ungeheuerliches Urteil. Das, sagt Bamberski heute, war der Tiefpunkt. Er sah kein Licht am Ende des Tunnels. Die deutschen Justizbehörden, das stand fest, würden Krombach nicht ausliefern. Er sieht nur einen Ausweg, die Entführung. Nachts hatte ich Albträume, aber ich sagte mir, es wäre ein Verrat an meiner Tochter. Ich müsste mich ewig schämen, wenn ich aufgeben würde. 2012 wird Dr. Dieter Krombach in Frankreich zu einer Freiheitsstrafe von 15 Jahren verurteilt. Auch Bamberski wird angeklagt, wegen Entführung. Immerhin, er muss nicht ins Gefängnis. Aber er hat einen großen Teil seines Lebens geopfert, weil die Justiz versagt hat. Vor allem die deutsche Justiz. Auch das zeigt der Film. Kalinkas Tod hätte vor ein deutsches Gericht gehört. Damals, vor 30 Jahren. Kalinka hätte es verdient. Was der Film nicht zeigt, ist, dass Bamberski auch jetzt noch keine Ruhe findet, weil er sich nämlich mit den juristischen Klagen beschäftigen muss, mit denen Krombach ihn überzieht. Der klagt nämlich unter anderem vor dem Europäischen Gerichtshof auf Schmerzensgeld wegen der körperlichen Schäden, die er bei der Entführung erlitten hat.